Die Frage von Kamma oder Karma hat mich schon seit Kindheit beschäftigt. Also Karma oder ist Sanskrit und Kamma ist Pali und bedeutet eigentlich Handlung. Und das Konzept, die Idee dahinter ist, dass Handlung Folgen hat. Also eigentlich müsste man sagen, Vipaka, das Reifen von Handlung. Kamma und Vipaka, die zwei gehören zusammen. Und die Folgen sind natürlich einmal hier und jetzt, also wenn wir irgendwie was Gesetzeswidriges tun, dann kann es passieren, dass uns die Polizei oder der Staatsanwalt am Wickel hat. Aber natürlich auch in spiritueller Hinsicht die Folgen oder das Reifen von Handlungen später, was man nicht so nachvollziehen kann. Das ist halt eine Frage, die mich als Kind beschäftigt hat. Also ich war ja für die Flower Power und Studentenbewegung ein bisschen zu spät, aber es war noch so ein bisschen der Nachklang. Jesus, damals so der Sozialrevolutionär, das hat mich sehr angesprochen. Und ich war dann sehr geschockt, als ich im Konfirmandenunterricht dann eben erfahren habe, dass die soziale Relevanz des Handelns im Christentum gar nicht so klar definiert ist. Also da gibt's ja die Lehre, dass egal was wir tun, solange wir daran glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dann macht es nichts. Oder umgekehrt, wenn wir gute Werke tun, aber nicht glauben, dann hat es keinen Nutzen. Also so hat es der Paulus in einem der Briefe an die Römer geschrieben. Und heute Morgen war die Kreistagsfraktion, der früher hat man mal so gemacht, immer CSU gesagt hat, waren da und haben gefragt, warum ich denn Buddhist geworden bin. Und dann habe ich das auch gesagt, dass ich halt damals keine eindeutigen Antworten bekommen habe auf meine Fragen. Zum Beispiel ganz naive Fragen, warum musste der Judas für seine Tat bezahlen, wo er doch im Prinzip göttliche Vorhersehung oder Vorsehung einen Plan erfüllt hat. Also wieso musste er dann die Verantwortung für seine Handlung übernehmen, wenn doch eigentlich die Handlung woanders lag? Oder dann von der anderen Seite gefragt, muss ich die 10 Gebote erfüllen oder befolgen, um in den Himmel zu kommen? Und die Antworten waren eine ganze Bandbreite von muss man nicht, weil ha Jesu Chamrapa. Jesus, also das, in Thailand gibt es so große Schilder, die werden immer hoch an Bäumen angebracht, dass man die nicht so schnell wegmachen kann. Da steht dann drauf, das Blut von Jesus löscht deine oder wäscht dich von den Sünden rein. Und manche haben gesagt, na ja, man muss aber schon bereuen. Manche haben gesagt, man muss bereuen, aber richtig bereuen. Manche haben gesagt, Glauben reicht, aber man muss dann richtig glauben. Also ich war da irgendwie doch ein bisschen verwirrt und habe dann das halt für mich nicht mehr akzeptieren können. Das war so eigentlich der Hauptgrund. Ja, später kam ich dann, etliche Jahre später, dann zum ersten Mal mit dem Konzept von Karma in Kontakt, als ich ein Buch aus dem Hinduismus gelesen habe, Bhagavad Gita, kennen vielleicht einige. Also da geht es darum, ein Krishna, also eine Verkörperung von Gott, unterhält sich mit einem Krieger, der gerade kurz davor ist, sich eine Schlacht mit seinen Verwandten zu liefern. Also sein Heer und das andere Heer, das waren Verwandte von ihm. Und dann kam eben so die Frage auf, um Karma. Ich meine, das war natürlich symbolisch gemeint, diese Schlacht. Das war halt diese innere spirituelle Schlacht, die er zu schlagen hatte. Und dann Krishna hat dann eben zu ihm gesagt, dass mit der Frucht von früherem Wirken, mit der Geburt, mit der Position, die man inne hat, eine gewisse Pflicht verbunden ist. Aber zum ersten Mal war da dieses Konzept, dass man von früherem Wirken in eine bestimmte Situation hineinkommt. Diese Pflicht wiederum hat dann natürlich die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit im jetzigen Augenblick wiederum etwas eingeschränkt. Also das war dann anders als die Idee und Vorstellung von Karma oder Kamma im Buddhismus, über die ich heute reden will und Sutta-Zitate zitieren will. Aber es war immerhin schon mal ein Anfang. Denn im Grunde ist die Verantwortung für sein eigenes Tun zu übernehmen, zu sagen, das, was ich tue, ist nicht egal, sondern das wird Folgen haben. Und wenn ich Gutes tue, wird es in eine gute Richtung gehen. Wenn ich Schlechtes tue, wird es in eine schlechte Richtung gehen. Sowas in der Art ist eigentlich die Voraussetzung für jeden spirituellen Weg. In der Buddha-Lehre wird das richtige Ansicht genannt. Welt, und zwar gibt es da verschiedene Arten von Welt, von richtiger Ansicht. Die weltliche, von Trieben beeinträchtigte, richtige Ansicht, die an Verdiensten teilhat,
die auf der Seite der Vereinnahmung zur Reife gelangt. Das ist die Ansicht, es gibt Gaben, Dargebrachtes und Geopfertes, es gibt Frucht und Ergebnis guter und schlechter Taten, es gibt diese Welt und die andere Welt, also Wiedergeburt. Es gibt Mutter und Vater und so weiter, und dann kommt noch ein Satz, dass es eben möglich ist, einen spirituellen Weg zur Erkenntnis zu führen. Also dies ist ein Ausdruck von dieser weltlichen richtigen Ansicht, ohne die eine spirituelle Praxis unmöglich ist. Und der Buddha hat auch Leute nicht belehrt, die das abgelehnt haben. Eine andere Lehrrede, also das war jetzt die 117 aus der mittleren Sammlung, jetzt kommt die 76. wo nicht der Buddha selber spricht, sondern einer seiner Schüler, der ehrwürdige Ananda, sein Aufwarter. Der hat sich mit einem Angehörigen einer anderen Religion unterhalten und gesagt, es gibt verschiedene Wege, spirituelle Wege, die eigentlich sich selbst vernichten, die gegenstandslos sind und die alle auf einer Nicht-Anerkennung von der Verantwortung fürs eigene Tun beruhen. Zum Beispiel, also dass keine Gaben, keine Ergebnisse guter und schlechter Taten, oder dann eine andere Variante, die ist ein bisschen dramatischer. Wenn man am Südufer des Ganges entlang ginge und dabei töten und abschlachten, verstümmeln und andere zum Verstümmeln veranlassen, foltern und andere zum Foltern veranlassen würde, gäbe es als Folge davon kein Übel und kein Ergebnis von Übel. Wenn man am Nordufer des Ganges entlang ginge und dabei Geschenke überreichen und andere zum Überreichen von Geschenken veranlassen, Gaben darbringen und andere zum Darbringen von Gaben veranlassen würde, gäbe es als Folge davon keine Verdienste und kein Ergebnis von Verdiensten. Und dann reflektiert der Weise immer darüber so, dass wenn ich so einer Lehre anhänge, dass im Prinzip dann das heilige Leben geführt wird, in dem es nicht geführt wird. Also weil das ja praktisch nirgendwo hinführt, weil ich dann ja auch keinerlei Aufgabe habe. Also es ist ja völlig egal, was ich tue. Oder es gibt keine Ursache oder Bedingung für das Beflecktsein der Wesen. Die Wesen sind ohne Ursache oder Bedingung befleckt. Und es gibt keine Ursache für das Geläutertsein. Die Wesen sind ohne Ursache oder Bedingung geläutert. Das sind also jetzt verschiedene Varianten dieser falschen Ansicht oder dieser Ablehnung der weltlichen richtigen Ansicht, die eben sagt, wir sind für unsere Taten verantwortlich. Das jetzt mal vorweggeschickt. Karma, es gibt in Asien ein beliebtes Gesellschaftsspiel, das heißt, sich über Karma unterhalten. Also es gibt da Lehrer zum Beispiel, die wahrscheinlich aus pädagogischen Gründen, würde ich mal eher sagen, erzählen, ja, ich habe jetzt hier diese Krankheit, weil ich im früheren Leben mal ein Jäger war und dann irgendwelchen Tieren da einen Pfeil genau da reingeschossen habe und deswegen tut's mir jetzt auch hier weh. Oder ich war zweimal in ärztlicher Behandlung aufgrund eines Zeckenbisses im letzten Jahr. Und dann habe ich mich mit einem, der mir damals in Malaysia die ärztliche Behandlung bezahlt hat, zu dem gesagt, ich glaube, ich habe in einem früheren Leben mal Zecken gequält. Oder ich habe irgendwie was den Zecken angetan, dass die mir jetzt so zu Leibe rücken. Ich meine, dass man Zeckenbisse hat, ist normal, wenn man im Wald lebt, aber ich war da also einmal richtig eine Woche im Krankenhaus und halt einmal hier jetzt einen Monat lang Antibiotika schlucken. Gut, oder ich habe mal von Lehrern einer anderen buddhistischen Richtung gehört, also beim Verbeugen soll man immer die Hände so zusammenlegen, die Finger so zusammenhalten. Denn wenn man die Finger so auseinander macht und sich verbeugt, dann wird man im nächsten Leben als Ente wiedergeboren. Oder wenn man die Finger so macht, dann wird man als Huhn wiedergeboren und solche Geschichten. Was sagt der Buddha dazu? Also, er sagt, 4 unerfassbare Dinge gibt es, über die man nicht nachdenken sollte, über welche nachdenkend man dem Wahnsinn oder der Verstörung anheimfallen möchte. Und eins davon ist die Wirkung von Taten. Das ist etwas Unerfassbares, worüber man nicht nachdenken sollte und worüber nachdenkend man dem Wahnsinn oder der Verstörung anheimfallen möchte. Das ist natürlich schon in dem Sinne, dass man wirklich drüber grübelt, was jetzt definitiv die Ursache für dieses oder jene Leiden ist oder was aus dieser oder jenen Handlung für ein Ergebnis resultieren würde. Also wenn da jetzt irgendjemand sagt, wenn du Schlechtes tust, dann kommst du in die Hölle oder irgendwie sowas,
dann kann der das unter Umständen auch als ein Mönch sagen, ohne jetzt zu behaupten, dass er das genau wüsste, sondern das ist halt so mehr als Handlungsrahmen gedacht. Wobei natürlich ich solchen Lehrern durchaus zugestehe, dass die sich tatsächlich erinnern können, dass sie im letzten Leben mal ein Jäger waren und Tiere gequält haben oder Menschen gequält haben oder solche Dinge. Nur eben genau die Verbindung herzustellen, das ist eigentlich eine Domäne der Buddhas. Ja, jetzt kommt Allgemeines zum Auf und Ab. Da ist der Buddha gefragt worden, eben, ich sagte, einen allgemeinen Rahmen stecken. Was ist der Grund, die Ursache dafür, dass manche Wesen nach dem Tod auf einer schlechten Fährte wiedergeboren werden, sogar in die Hölle kommen? Und warum kommen manche eben auf den Aufweg und sogar in den Himmel? Und dann sagte der Buddha, aufgrund von Verhalten, das nicht im Einklang mit dem Dhamma steht, aufgrund von nicht rechtschaffenem Verhalten geschieht es, dass manche Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in Umständen, die von Entbehrungen geprägt sind, wieder erscheinen, an einem unglücklichen Bestimmungsort, in Verderbnis, ja sogar in der Hölle. Aufgrund von Verhalten, das im Einklang mit dem Dhamma steht, aufgrund von rechtschaffenem Verhalten geschieht es, dass manche Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode an einem glücklichen Bestimmungsort wieder erscheinen, ja sogar in der himmlischen Welt. Jetzt wollte ich noch zu nachtragen zu den, gerade bei den thailändischen Lehrern, wenn die was über Kamma sagen, das war so und so. Also die thailändische Sprache ist wesentlich flexibler als die deutsche Sprache. Wenn wir im Deutschen etwas sagen, dann ist das eine 100% definitive Aussage. Während im Thailändischen, da kann man also etwas sagen, das könnte dann zum Beispiel eine Aussage, eine Frage, ein Vielleicht oder möglicherweise oder ein Befehl sein, während im Deutschen muss man das halt sprachlich immer genau festlegen. Da müssen wir als Mönche auch mal aufpassen. Wir dürfen ja zum Beispiel nicht den Befehl geben, mähe den Rasen, sondern wir können sagen, es wäre gut, wenn jemand den Rasen mähen würde, weil wir dürfen das selber nicht machen, aber wir dürfen auch niemanden anderen direkt den Befehl geben, sondern müssen denen die Möglichkeit lassen. Aber wenn man das auf Thai sagt, könnte das beides sein. Und genauso ist es auch mit so definitiven Aussagen über Kamma. Das ist also wesentlich flexibler, als wenn man das dann ins Deutsche übersetzt. So, jetzt ein paar Details. Nachdem ich gesagt habe, es hängt davon ab, wenn wir Gutes tun, geht's aufwärts, wenn wir Schlechtes tun, geht's abwärts. Und der Buddha hat dann aber doch eben ein paar Ausführungen dazu gegeben, weil er wurde gefragt, wieso gibt es jetzt unter den Menschen? Der Menschenbereich gilt als ein glücklicher Daseinsbereich, also weil er einmal in der Regel mehr angenehme Gefühle als schmerzhafte Gefühle im Erleben drin hat und weil wir die Möglichkeit haben, Dhamma zu praktizieren, überhaupt mehr Möglichkeiten haben als jetzt ein Tier oder ein in einem Geisterbereich geborenes Wesen. Aber in diesem an sich guten Daseinsbereich gibt es eben Menschen kurzlebig und langlebig, kranke und gesunde, hässliche und schöne, ohne Einfluss und einflussreiche, arme und reiche, von niedriger und hoher Geburt, dumme und weise. Was ist die Ursache dafür? Und dann sagt der Buddha, der Weg, der zu einem kurzen Leben führt, wenn man lebende Wesen tötet und mordlustig ist, mit Blut an den Händen zum Kämpfen und zur Gewalt geneigt, gnadenlos gegenüber lebenden Wesen. Der Weg zu einem langen Leben, wenn man sich enthalten hat davon zu töten, indem man Stock und Waffen beiseite gelegt, sanft und freundlich, lebt man voll Mitgefühl für alle Wesen. Der Weg, der zu Kränklichkeit führt, wenn man dazu geneigt ist, Lebewesen mit der Hand zu verletzen, mit einem Erdklumpen, mit einem Stock oder mit einem Messer. Zu guter Gesundheit der Weg, wenn man nicht dazu geneigt ist, andere zu verletzen. Der Weg, der zur Hässlichkeit führt, wenn man von zornigem und reizbarem Charakter ist, sogar wenn man nur ein wenig kritisiert wird, fühlt man sich gekränkt, wird zornig, feindselig und ärgerlich und zeigt Zorn, Hass und Bitterkeit. Und dann die Umkehrung, wenn man also so viel kritisiert wird und trotzdem sich nicht gekränkt wird und nicht zornig führt, das ist der Weg, der zur Schönheit führt, wenn man also nicht zornig und reizbar ist. Der Weg, der dazu führt, ohne Einfluss zu sein, nämlich wenn man neidisch ist, jemand ist, der andere um Zugewinn beneidet, um Ehre, Respekt, Verehrung, Ehrerbietung und Achtung, jemand, der sich darüber ärgert und des anderen missgönnt. Also das ist dafür der Weg, dass man dann ohne Einfluss geboren wird.
einflussreich, wenn man nicht neidisch ist, wenn man andere nicht beneidet um Ehre und so weiter und sich nicht darüber ärgert und es anderen nicht missgönnt. Der Weg, der zur Armut führt, wenn man geizig ist, wenn man Mönchen und Brahmanen kein Essen, Trinken, Kleidung, Fahrzeuge, Girlanden, Duftstoffe, Salben, Betten, Unterkunft und Lampen gibt. Also das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt uns Girlanden und solche Sachen, Duftstoffe spendieren sollt, aber halt ein Herz, das Großzügigkeit übt. Und also, ja, steht nämlich drin, also zu Reichtum ist, wenn er das alles dann hergibt. Ja, der Weg, der zu niedriger Geburt führt, wenn man starrsinnig und überheblich ist. Man huldigt demjenigen nicht, der Huldigung empfangen sollte. Man steht nicht für denjenigen auf, in dessen Gegenwart man aufstehen sollte. Man bietet demjenigen keinen Sitzplatz an, der einen Sitzplatz verdient. Man macht demjenigen nicht Platz, dem man Platz machen sollte. Man ehrt, respektiert, würdigt und verehrt denjenigen nicht, der geehrt, respektiert, gewürdigt und verehrt werden sollte. Und der Weg, der zu hoher Geburt führt, ist halt, indem man das da alles macht. Der Weg, der zu Dummheit führt, wenn man keine Fragen stellt, was ist heilsam, was ist unheilsam, was ist tadelnswert, was ist ohne Tadel, was sollte gepflegt werden, was nicht, welche Art von Handlung wird lange zu meinem Schaden und Leid gereichen, welche Art von Handlung wird lange zu meinem Wohlergehen und Glück gereichen. Und der Weg, der zu Weisheit führt, das kann man sich leicht vorstellen. Das ist, wenn man solche Fragen stellt, dass das sogar hier und jetzt schon zu Weisheit führt. Gut, das waren also die Details. Aber jetzt kommt etwas, was Buddha gesagt hat, wenn jetzt jemand aber Gutes tut und dann trotzdem in einem schlechten Daseinsbereich oder schlechtes Ergebnis erfährt, wie kommt das denn zustande? Dann sagt der Buddha: Was die Person anbelangt, die sich enthält, Lebewesen zu töten, zu nehmen, was nicht gegeben wurde, sich vom Fehlverhalten bei Sinnesvergnügen enthält, von falscher Rede, gehässiger Rede, von grober Rede, von Geschwätz, die nicht habgierig ist, einen Geist ohne Übelwollen hat, richtige Ansicht hat und bei Auflösung des Körpers trotzdem in Umständen, die von Entbehrungen geprägt sind, wieder erscheint, entweder hat diese Person früher eine üble Handlung begangen, die als schmerzhaft gefühlt werden muss, oder sie hat später eine üble Handlung begangen, die als schmerzhaft gefühlt werden muss, oder sie hat zum Zeitpunkt des Todes falsche Ansicht erworben und angenommen. Aufgrund deswegen ist sie eben an einem unglücklichen Bestimmungsort wiedergeboren worden. Aber da sie sich hier enthalten hat, Lebewesen zu töten und so weiter, also ein gutes Karma gemacht hat, wird sie als Ergebnis davon entweder hier oder und jetzt oder wird sie das Ergebnis davon entweder hier und jetzt oder in der nächsten Geburt oder in irgendeiner der folgenden Existenzen erleben. Das heißt, man kann nicht sagen, das, was ich jetzt mache, kommt als nächstes dran, sondern das kann irgendwann später zum Reifen führen. Das heißt, wenn wir jetzt Gutes tun, unser ganzes Leben lang, dann kann es trotzdem sein, dass irgendwelche Leichen im Keller, irgendwelche Überraschungen plötzlich auftauchen. Es gibt allerdings eine Gewissheit aus der Anpiratensammlung. 5 den niederen Welten und der Hölle verfallene, ganz verderbte, unheilbare Menschen gibt es. Welche 5? Der Muttermörder, der Vatermörder, der Heiligenmörder, wer verderbten Herzens das Blut des Vollendeten vergießt, also des Buddha, und wer eine Spaltung in der Mönchsgemeinde hervorruft. Also das sind die 5 Arten von sogenannten unmittelbaren Karma oder Kamma, wo man genau weiß, die sind so heftig, dass die im nächsten Leben dran sind. Jetzt zu der Vorhersehbarkeit noch zum Abschluss ein Zitat. Der Tathagata, das ist wieder der Buddha, er versteht der Wirklichkeit entsprechend die Folgen begangener Handlungen, vergangene, zukünftige und gegenwärtige, mit den Möglichkeiten und mit den Ursachen. Auch das ist eine Kraft eines Tathagata, die der Tathagata hat, Kraft derer er den Platz als Anführer der Herde beansprucht, seinen Löwenruf in den Versammlungen ertönen lässt und das Rad des Brahma in Bewegung setzt.
Wiederum versteht der Tathagata der Wirklichkeit entsprechend die Wege, die zu allen Bestimmungsorten führen. Auch das ist eine Kraft eines Tathagata, die der Tathagata hat, Kraft derer er den Platz als Anführer der Herde beansprucht, seinen Löwenruf in den Versammlungen ertönen lässt und das Rad des Brahma in Bewegung setzt. Also das hat der Buddha gesagt, und dass er das gesagt hat, ist bereits ein Löwenruf. Also ist eine von den 10 Kräften, die ein Buddha und nur ein Buddha hat, dass der genau weiß, diese Person steuert da und dahin oder diese und jene Handlung geht da und dahin oder dieses oder jene Ergebnis hat das und das als Ursache. Das ist also eine der Spezialitäten eines Buddha sozusagen. In Thailand hört man oft das Wort, naja, das ist Gam. Und also Karma. Und das hat dann so ein bisschen den Beigeschmack von, das ist mein Schicksal. Also das muss ich jetzt einfach ertragen. Und das ist auch ein bisschen so, wie es in der Bhagavad Gita, in, was ich eingangs erwähnt habe, so wie das rüberkommt. Also wenn ich jetzt erstmal als Dieb geboren worden bin, in einer Familie von Dieben heißt das, dann ist es meine Aufgabe, ein möglichst guter Dieb zu werden. Aber das ist natürlich nicht die Auffassung des Buddha. Der Buddha sagt, wir haben in jedem Moment die Freiheit der Entscheidung. Wir können uns so oder so entscheiden. Natürlich werdet ihr jetzt sagen, da gibt's Unterschiede, ne? Also ein Regenwurm zum Beispiel hat einfach schlechte Karten, sich in Großzügigkeit zu üben im Vergleich zu uns Menschen. Oder jemand, der Alkoholiker ist, hat schlechte Karten, wenn ein Bier vor ihm steht, zu sagen, trinke ich nicht. Aber je öfter der Nein sagt, desto leichter wird's fallen und je öfter er eins trinkt, desto schwerer wird's fallen. Also man kann das so ein bisschen vergleichen wie eine Leine, die man so im Hals hat, und je mehr Heilsames man tut, desto länger wird die Leine, desto größer wird der Entscheidungsfreiraum, den man hat. Und natürlich, wenn ich sage, es ist alles Karma, dann würde sich das auch wieder widersprechen, dann könnte ich auch das heilige Leben nicht führen. Wenn praktisch mein Weg komplett vorgegeben ist durch frühere Taten aus einem früheren Leben, da kann ich ja nichts mehr dran ändern. Also ich muss im Jetzt, hier und jetzt auch irgendwie noch einen Spielraum haben. Und genauso ist es auch. Also selbst der Buddha sagt, dass nicht alles, was wir hier erleben, karmisch bedingt ist. Da gibt es eine Lehrrede, wo der Buddha gefragt wird, einige Asketen und Brahmanen, die lehren und denken, was immer auch eine menschliche Person empfindet an Wohl oder Wehe oder weder Wehe noch Wohl, all das ist durch früher Getanes veranlasst. Was sagt nun aber der Herr Gotamo dazu? Also an der Anrede erkennt man schon, dass das kein Anhänger des Buddha war, weil Herr Gotamo war schon eine höfliche Anrede, aber jetzt nicht unbedingt angemessen für den Buddha. Also die haben den als Erhabenen angesprochen, aber er hat also Herr Gotamo gesagt. Und der Buddha sagt, hervorgerufen durch Galle, Schleim, Wind, deren Zusammenfall, durch Klimawechsel, durch verkehrtes Verhalten, durch Unfälle, durch Reife des Wirkens steigen etliche Gefühle auf. Das ist aber von einem selber zu merken, wie solche Gefühle aufsteigen. Da nun gehen die Asketen und Brahmanen, die lehren und denken, was immer auch eine menschliche Person empfindet, ist durch früher Getanes veranlasst, das geht über das hinaus, was sie selber erkennen, und sie gehen hinaus über das, was in der Welt als Wahrheit bekannt ist. Darum sage ich von diesen Asketen und Brahmanen, das ist falsch. Also nicht alles, was wir erleben, ist durch früher Getanes entstanden. Das ist ganz klar, wenn ich jetzt irgendwie einen Blödsinn mache, der weh tut, dann tut es mir gleich weh. Das hat also nichts mit früherem Leben zu tun, sondern mit dem, was ich genau jetzt tue. Und eben diese Krankheiten, Galle, Schleim, Wind, deren Zusammenfall, Klimawechsel, verkehrtes Verhalten, da schreibt der Übersetzer, das ist der Dr. Hecker, diese Rede nennt an sich einen leicht verständlichen Sachverhalt. Nicht alle Gefühle sind durch Wirken in früheren Leben verursacht, sondern die meisten durch Wirken in diesem Leben, besonders durch Missbrauch des Körpers mit seinen 3 Kräften und durch sonstiges verkehrtes Leben. Dass der Körper selber durch früheres Wirken gewirkt ist und ebenso die Umwelt, das steht hier gar nicht in Frage. Denn die Gefühle dabei entstehen fast immer durch jetziges Wirken. Der Buddha wendet sich hier also gegen den in Indien verbreiteten Fatalismus, dass alles in früherem Leben vorherbestimmt sei und man jetzt nichts tun könne. Also, sehr guter Kommentar von Dr. Hecker hierzu.
Da gab es dann zur Zeit des Buddha Asketen, das heißt, die gibt es heute immer noch, die gesagt haben, naja, also ich habe jetzt in einem vergangenen Leben irgendwas getan, was schmerzhaft erlebt werden muss. Also irgendeine Handlung, die ein schmerzhaftes Ergebnis haben muss. Dann quäle ich mich jetzt recht ordentlich selbst, dann habe ich das sozusagen schon weg. Aber das widerspricht natürlich genau dem, was der Buddha in der einen Lehre gesagt hat, weil wenn die sich dann selber quälen mit irgendwelchen Askesen, und dann ist dieses schmerzhafte Gefühl natürlich nicht von früher her bedingt, sondern es ist halt durch die jetzige Handlung bedingt. So, und außerdem, wenn ich also diese Anschauung habe, dass alles durch frühere Getanes mir jetzt begegnet und ich versuche dann das durch jetzige Askese auszulöschen, dann gibt es natürlich auch ein paar Widersprüche in der spirituellen Praxis, auf die der Buddha in einer anderen Lehrrede hinweist, wo er die fragt, ja, wisst ihr denn, was ihr an Schlechten getan habt und wisst ihr, wie viel noch auszulöschen ist? Und die sagen dann immer, naja, das wissen wir natürlich nicht. Und dann sagt der Buddha, also hinterher zu seinen Mönchen, wenn also das Angenehme und der Schmerz, die die Wesen fühlen, von Taten in der Vergangenheit verursacht werden, dann müssen diese Schmerzasketen sicherlich schlechte Taten vollbracht haben, dass sie jetzt solch schmerzhafte Gefühle fühlen. Oder wenn das durch einen höchsten Gott verursacht wird, dann haben die wahrscheinlich einen ziemlich üblen höchsten Gott, der ihnen das beschert. Oder wenn es durch Zufall verursacht wird, dann haben sie jetzt ziemliches großes Pech, wenn sie solche Schmerzen haben. Oder wenn es durch Klassenzugehörigkeit verursacht wird, dann gehören sie einer schlechten Klasse an. Oder wenn es durch Streben verursacht wird, dann streben sie sicherlich schlecht. Das ist ein so subtiler Humor, der da in dieser Lehrrede rauskommt. Er macht sich das noch, also würde ich jetzt nicht sagen, er macht sich lustig, sowas sagt man über den Buddha nicht, aber er nimmt dies so ein bisschen auf die Schippe. Er deutet genau dahin, wo dieser Widerspruch in dieser Auffassung liegt. Ja, dann kommt natürlich dazu, wie viel Heilsames tue ich und wie viel Unheilsames tue ich. Und da gibt es eine interessante Lehrrede. Solltet ihr Mönche die Behauptung zutreffen, dass der Mensch für jedwede Tat, die er verübt, jedes Mal die genau entsprechende Wirkung erfährt, so ist in diesem Falle ein heiliger Wandel ausgeschlossen und keine Möglichkeit besteht zur völligen Leidensvernichtung. Das heißt, ich kann nicht sagen, wenn ich jetzt was Falsches tue, dass ich genau dasselbe Ergebnis habe, wie wenn Ajahn Chattamolo das tut, weil wir einfach verschiedene Situationen haben. Wenn es genau vorher programmiert wäre, dann hätten wir auch keinen Spielraum, dann gäbe es keine Möglichkeit zum Entkommen. Und er gibt dann ein sehr gutes Gleichnis. Da hat einer nur ein kleines Vergehen verübt und dieses bringt ihn zur Hölle. Ein anderer hat dasselbe kleine Vergehen verübt, doch es reift noch bei Lebzeiten und nicht einmal die kleinste Wirkung tut sich kund, geschweige denn eine große in einem künftigen Dasein. Und dann kommt das Gleichnis. Angenommen, ein Mann würde einen Klumpen Salz in eine kleine Tasse voll Wasser werfen. Würde da wohl das wenige Wasser in der Tasse durch jenen Salzklumpen salzig und ungenießbar werden? Gewiss, o Herr. Und warum? Es befindet sich ja, o Herr, nur sehr wenig Wasser in der Tasse. Wenn aber dieser Mann einen Klumpen Salz in den Gangesstrom wirft, was meint ihr da, o Mönche, würde dann das Wasser des Gangesstroms durch jenen Salzklumpen salzig und ungenießbar werden? Das wohl nicht, o Herr. Und warum nicht? Es befindet sich ja, o Herr, eine gewaltige Menge Wasser im Gangesstrom. Das würde durch jenen Klumpen Salz nicht salzig und ungenießbar werden. Also, wenn ich jetzt irgendwas tue, was nur eine Geringfügigkeit ist, aber insgesamt ein schlechtes Leben führe, dann wird es wohl eher heftige Wirkung haben, als jemand, der sein ganzes Leben was Gutes tut und dann halt nur noch eine Kleinigkeit verfehlt. Und es gibt ja auch eine Lehrrede, wo der Buddha sagt, dass nicht so sehr in Richtung Hölle zieht wie falsche Ansicht. Und ich habe jetzt eingangs erwähnt, dass jemand, der sagt, naja, ich muss die 10 Gebote nicht befolgen, sondern ich muss nur darauf glauben, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und das ist eben so eine falsche Ansicht. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Christen alle zur Hölle marschieren, weil es ja da auch eben Unterschiede gibt. Leute, die dieser Ansicht nicht nachgeben, die sagen, ist mir doch egal, ich tue trotzdem gute Werke. Also wir gehen ja auch hier auf zum Beispiel auf Almosenrunde und von den,
Ich weiß nicht, wie viele das hier in den Dörfern sind. 3, 4, 5, 6 Haushalte. Da ist nur ein buddhistischer Haushalt dabei. Die anderen sind alle Christen oder jedenfalls keine Buddhisten und die sagen, naja, wir tun auch gerne gute Werke, kommt bei uns vorbei, kriegt immer was in eure Schale rein. Denn eigentlich wüssten sie es ja nicht, wenn diese Lehre von, ist ja vermutlich nicht von Jesus, der hat ja gesagt, dass man gute Werke tun soll, die ist ja von Paulus, dem Christentum sozusagen, dann noch aufgepfropft worden, dass das alles keine Rolle spielt, was man tut. Also diese falsche Ansicht wird praktisch völlig wirkungslos, wenn ich trotzdem ein ethisches Leben führe und gute Werke tue. Ja, jetzt möchte ich zu Karma und Wiedergeburt noch ein paar Sachen sagen, weil manchmal, vielleicht habt ihr das auch schon gelesen, die Lehre von der bedingten Entstehung, diese 12 Glieder, da wird manchmal gesagt, weil Unwissen mache ich Karma und so weiter. Aber meines Erachtens hat die bedingte Entstehung nichts mit Karma zu tun. Es gibt aber Aussagen des Buddha, wo er sagt, einem Wesen, das jetzt Begehren hat, Tanha, Begehren nach Dasein, Begehren nach Sinneseindrücken, blüht sozusagen eine künftige Wiedergeburt. Solange dieses Begehren vorhanden ist, gibt es eine künftige Wiedergeburt. Das ist also diese zeitliche Abfolge. Also das ist der Unterschied zwischen Ursache und Bedingung. Eine Ursache ist etwas, was in der Zeit steht. Karma ist Ursache und Wirkung. Ich tue jetzt etwas und in der Zukunft wird ein Ergebnis davon, deswegen sagt man auch reifen, da ist ein zeitlicher Prozess dabei. Bedingung ist etwas, was nicht zeitlich abhängig ist. Das ist strukturell sozusagen. Weil die Erde schief auf der Bahn um die Sonne steht, gibt es arktische Regionen und tropische Regionen. Und in den tropischen Regionen steht die Sonne hoch und weil die Sonne hoch steht, ist es heiß. Und in der Arktis, weil die Erde schief steht, steht die Sonne tief und es ist kalt. Das sind Bedingungen. Also man muss das voneinander trennen. Wenn wir die bedingte Entstehung, das ist, hat was mit Bedingungen zu tun. Aber Karma, die Karma-Lehre, ist etwas, was einen zeitlichen Ablauf beinhaltet. Das muss man voneinander trennen. Der allgemeine Geisteszustand ist ausschlaggebend für die Wiedergeburt. Da ist jemand einer, der Lebendes umbringt, stiehlt, unrechten Wandel in Sinnenlüsten führt, Lügner und so weiter. Er verkriecht sich in Taten, verkriecht sich in Worten, verkriecht sich in Gedanken. Krumm sind seine Taten in Werken, in Worten und Gedanken. Krumm seine Daseinsfährte, krumm seine Wiedergeburt. Wer auf krummer Fährte krumme Wiedergeburt hat, der hat eine von beiden Daseinsfährten zu erwarten. Äußerst qualvolle Hölle oder den Tierschoß der Kriechtiere. Und was ist das? Schlangen, Skorpione, Hundertfüßler, Mungos, Katzen, Mäuse. Oder was es sonst noch an Wesen des Tierschoßes gibt, die sich beim Anblick des Menschen verkriechen. Interessant, ne? Es geht nicht darum, wie die sich fortbewegen, sondern dieses Verkriechen, dieses mit seinem eigenen Handeln nicht in die Öffentlichkeit treten können. Also da kommt wieder dieses sich selbst auch nicht gegenüber treten können, was auch das spirituelle Leben dann wieder unmöglich macht. Eine Tat, die aus Gier getan wurde, aus Gier entsprungen, durch Gier bedingt, durch Gier entstanden. Solche Tat wird dort zur Reife gelangen, wo immer die betreffende Person wiedergeboren wird. Und wo immer jene Tat zur Reife gelangt, dort eben wird einem die Frucht jener Tat zuteil, sei es in diesem, im nächsten oder einem späteren Leben. Eine Tat, die aus Verblendung entsprungen und so weiter, wird auch, wo auch immer diese Person wiedergeboren wird, dort wird sie zur Reife gelangen. Also wenn es kein in sinnlicher Sphäre reifendes Wirken gäbe, würde es dann wohl sinnliches Dasein geben? Das wohl nicht, o Herr. Wenn es kein in feinkörperlicher Sphäre reifendes Wirken gäbe, würde es dann wohl feinkörperliches Dasein geben? Das wohl nicht, o Herr. Wenn es kein in unkörperlicher Sphäre reifendes Wirken gäbe, würde es dann wohl unkörperliches Dasein geben? Das wohl nicht, o Herr. Also das ist diese drei Sphären, die genannt werden, die Sinnesphäre, das ist praktisch das, wo wir jetzt so leben, die Tierewelt, die Gespenster und so weiter. Die feinkörperliche, das sind die höheren Deva-Welten, die dem Geisteszustand der vertieften Meditation entsprechen. Und die unkörperlichen, das sind sehr langlebige Daseinsbereiche, die eben noch der formlosen Meditation entsprechen. Also der Geisteszustand
setzt sozusagen einen groben Rahmen. Denn innerhalb der Sinnesphäre gibt es natürlich die volle Bandbreite von Deva-Welten, wo es also nur nicht Manna und Husiana singen den ganzen Tag wie in München im Himmel, sondern wo es also tatsächlich ganz nett sein soll. Bis hin zu sehr qualvollen Bereichen. Es gibt eine Lehre, die ich leider nicht gefunden habe. Ich vermute, sie ist in diesem Buch drin, wo man also sehr schwer Dinge findet in der gruppierten Sammlung, wo der Buddha sagt, also das Karma, was dann die nächste Wiedergeburt bestimmt, zu vergleichen ist mit einer Viehherde in einem Kral oder in einem abgesperrten Gebiet. Was zuerst, welches Tier rennt zuerst raus, wenn man das Tor aufmacht? Also normalerweise ist es der Führer der Herde. Oder wenn der gerade weit weg ist vom Tor, dann ein sehr starkes Tier. Oder wenn die starken Tiere auch nicht da sind, dann das Tier, was gerade am nächsten am Tor steht. Und wenn es auch keins gibt, dann irgendeins, Zufall. Und das vergleicht er dann mit den Handlungen, also unser vorherrschender Geisteszustand, unser vorherrschendes Klima, in dem wir handeln, ist sozusagen der Herdenführer. Und dann der Geisteszustand zum Augenblick des Todes ist der, wie die Kuh, die gerade am Tor steht, wenn also der Herdenführer, der Leitbulle, gerade nicht da ist oder es keinen besonders dominanten Eindruck gibt, dann eben der Augenblick des Todes, sehr wichtig, aber in dieser absteigenden Reihenfolge. Also wenn wir ein ethisch einwandfreies Leben führen, dann spielt es nicht so eine große Rolle, in welcher Verfassung wir sterben. Aber der Todesaugenblick ist nach buddhistischer Vorstellung schon wichtig. Und wenn wir die letzten beiden Lehrreden zusammennehmen, dann ergibt sich folgendes Bild. Wir haben einmal die Rahmenbedingungen, wo immer das reifen wird und dass es reifen wird. Aber welches Karma kommt jetzt zuerst zum Tragen? Das ist halt immer die Frage. Zum Beispiel haben wir ja, jeder von uns tut Gutes und tut Schlechtes. Wenn das Gute sozusagen den Rahmen steckt, dann werden wir als Menschen geboren und dann das Schlechte modifiziert unsere menschliche Geburt, dass wir, was weiß ich, öfter Zahnschmerzen haben. Aber umgekehrt könnte es sein, dass das schlechte Karma unseren Wiedergeburtsort bestimmt, dass wir als Katze wiedergeboren werden. Und das gute Karma modifiziert dann dieses Katzenkarma. Wir werden als Katze im Haus meiner Eltern wiedergeboren. Also die Katzen bei meinen Eltern, die haben es wirklich super gut. Aber trotzdem ist es zu bevorzugen, als Mensch wiedergeboren zu werden. Vielleicht sollte ich die Geschichte von einem Mönch mal kurz erzählen, den ich kurz vor seinem Tod gepflegt habe. Und der hat, als er noch nicht Mönch war, was sehr Schlechtes gemacht. Er hat nämlich seine Familie im Stich gelassen, das Haus verkauft, verjubelt. Und dann tat es ihm hinterher leid und dann ist er Mönch geworden und hat sehr konsequent praktiziert. Er hatte also auch guten Samadhi, hat sehr gut nach Vinaya praktiziert und so weiter. Der ist dann krank geworden, der hatte dann Parkinson und konnte sich nicht mehr selber versorgen und wurde dann aus dem Kloster rausgeholt, von seiner Familie gepflegt. Und in der Gegend in Thailand, in Nordthailand, da ist so ein Einfluss von einem Geisterkult sehr stark, also aus Burma rübergekommen, der Nat-Kult. Und die Leute glauben, wenn jemand stirbt, dann muss man dem so schnell wie möglich den Mund verschließen und die Augen verschließen und die Ohren verschließen, dass da kein Pi hineinkriegt, irgendwie sowas in der Art. Ich wusste das nicht, weil ich dachte, in buddhistischen Kreisen ist das selbstverständlich, dass man jemanden in Frieden sterben lässt. Und dieser Mönch, oder also er war sicherlich in seiner Wahrnehmung immer noch ein Mönch, der hat darum gebeten, der hat also einmal seinen Todeszeitpunkt genau vorhergesagt, auf die Stunde genau, und dann darum gebeten, dass man nach seinem letzten Atemzug den Körper 10 Minuten in Ruhe lässt und vor allem den Kopf nicht anfasst. Und dann hat er gesagt, danach könnt ihr mit der Leiche machen, was ihr wollt. Und ich habe also den 3 Monate lang gepflegt, zusammen mit meiner damaligen Ehefrau, das war seine Tochter, und nachdem bekannt war, wann er stirbt, es war mitten in der Nacht, es war nach Mitternacht, in der Stunde vor 1 Uhr früh, waren da bestimmt 20 Leute aus dem Dorf anwesend, als der gestorben ist. Und dann sind die, ich habe gedacht, die Spinne, sind die auf den los und wollten dem jetzt
den Mund zu machen und der hatte Parkinson, der hat und dann Lungenentzündung, das heißt, der Mund war so auf. Also da nur mit Gewalt hätte man den zugebracht. Also und ich habe dann ja physisch die Leute abgehalten, habe da Gewalt angewendet, damit die den in Ruhe lassen. Aber ich habe nur 7 Minuten geschafft. Ich habe die 10 Minuten nicht geschafft. Und nachdem der jetzt so schlechtes Karma gemacht hat früher, hatte ich Bedenken, dass vielleicht ein gestörter Tod sozusagen eine schlechte Fährte setzt. Und er ist mir dann allerdings eine halbe Stunde später begegnet. Und von daher weiß ich, dass es gut ausgegangen ist. Also er ist als Deva wiedergeboren worden und ich war damals noch kein Mönch. Und das ist auch das einzige Mal in meinem Leben, dass ich einen Deva gesehen habe. Und das war auch nicht mein Verdienst. Das heißt, es war mein Verdienst insofern, weil ich den gepflegt habe und der mir halt zeigen wollte, ist alles okay, mach dir keine Sorgen. Aber jetzt wird das schlechte Karma natürlich seine Deva-Wiedergeburt modifizieren. Also vielleicht leuchtet er dann nicht so gut wie seine Kumpels oder wird dann halt statt, was weiß ich, 700.000 Jahren nur 500.000 Jahre alt oder so. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt Vermutung, Spekulation. Ich wollte euch nur mal diese verschiedenen Mechanismen kurz illustrieren. So, Entstehen, Ursache und Ende von Karma ist hier mein letzter Punkt. Es gibt eine Vorstellung, der ich heftigst widersprechen muss, und zwar die Vorstellung, dass unser Erlebensmodus, unser verblendeter Erlebensmodus als ich und die Welt karmisch bedingt ist. Also nicht durch Karma, nicht durch unsere Handlungen schaffen wir uns diesen unerleuchteten, unerwachten Geisteszustand, sondern es ist umgekehrt. Durch unsere Verblendung, durch unsere Unwissenheit schaffen wir Bedingungen, in denen wir Karma tun. Es gibt 4 Arten von Karma. Es gibt helles mit heller Frucht, heller Reifung, dunkles, gemischtes. Ja, die meisten von uns haben gemischtes Karma, also jeder tut mal was Gutes und was Schlechtes. Und dann gibt es das weder helle noch dunkle Wirken, das weder helle noch dunkle Frucht bringt und das zum Erlöschen des Wirken führt. Und was ist das? Das ist jene Absicht, die zum Überwinden desjenigen Wirkens führt, das Licht ist, das Dunkel ist und das gemischt ist. Das ist das Wirken, das weder hell noch dunkel ist und dass das weder helle noch dunkle Früchte bringt und das zum Erlöschen des Wirkens führt. Also die 4. Sorte ist diejenige Handlung, die zum Ende von Handlung führt sozusagen. Aber was ist das? Handlung, ihr Mönche, ist Absicht. Und jetzt kommt auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der wunderbarerweise in einer Lehrrede zusammengefasst ist. Aber ich glaube, ich habe noch erst ein paar Erläuterungen. Absicht ist nicht dasselbe wie Willen. Hat der Buddha anscheinend auch irgendwie vorhergesehen, dass das verwechselt wird. Weil wir immer sagen, naja, wenn ich irgendwas unabsichtlich mache, dann ist es nicht so schlimm oder dann ist es kein Karma. Wir können nichts unabsichtlich tun. Wir können nur etwas ungeplant oder ohne Willen tun. Also ich habe mal bei Jean-Paul Sartre gelesen, Handlung oder Absicht ist das, was über einen gegebenen Zustand hinausgeht. Also alles, was eine Zustandsveränderung hervorbringen soll, ist eine Absicht. Wenn es mich zum Beispiel am Kopf juckt und ich kratze mich völlig automatisch, völlig unachtsam, dann steckt dahinter auch Absicht, aber es steckt kein Wille dahinter. Also die 2 Dinge muss man unterscheiden. In unserem Alltagssprachgebrauch werden diese Dinge nicht unterschieden. Ne? Ich sage, ich habe mich unabsichtlich am Kopf gekratzt, aber wenn ich keine Absicht hätte, würde ich mich nicht am Kopf kratzen. Ich kann mich völlig automatisch am Kopf kratzen, dass ich hinterher gar nicht weiß, dass ich mich am Kopf gekratzt habe. Zum Beispiel, wenn ich mich hinsetze zum Essen oder nach dem Essen aufstehe, dass ich mich vor der Buddha-Statue verbeuge. Normalerweise versuche ich da möglichst achtsam zu sein und mit meiner Absicht und mit meinem Willen zusammen mich vor der Buddha-Statue zu verbeugen, vor dem höchsten Ideal, was wir haben. Aber manchmal passiert es, dass ich mit meinen Gedanken ganz woanders bin. Aber trotzdem aus Gewohnheit, weil ich das eben halt so drin habe und trainiert habe, verbeuge ich mich trotzdem vor der Buddha-Statue. Und manchmal frage ich mich, wo habe ich mich jetzt verbeugt oder nicht? Aber dann fällt es mir doch noch ein. Aber es kann völlig unachtsam geschehen, aber trotzdem mit Absicht. Also es gibt keine Handlung ohne Absicht. Aber es kommt
bei Leuten, die noch keine Arahants sind, noch eine besondere Absicht dazu. Also Absicht ist sozusagen das, was über die Situation hinausdeutet. Der Zweck, die Bedeutung, das Wofür die Handlung ist. Also wenn es mich juckt und ich kratze mich, dann kratze ich mich, um das Jucken zu lindern, auch wenn ich mir dessen gar nicht bewusst bin. Oder besser gesagt, wenn ich darauf keine Achtsamkeit habe. Aber die Handlung hat noch ein Wofür, nämlich die Handlung ist für mich. Jede Handlung ist für mich. Auch ein Arahant kann sich am Kopf kratzen, wenn es ihn juckt, nehme ich mal an. Aber sagen wir mal, wenn es Zeit zum Essen ist, kann er essen. Also das glaube ich sicher zu wissen. Also auch ein Arahant kann eine zielgerichtete Handlung vollbringen, aber er hat nicht mehr diese eine Absicht, diese Handlung ist für mich. Meine Handlung, ich handle, also bin ich. Diese Handlung beweist, dass es mich als den Handelnden gibt. Diese Absicht, diese Bedeutungszuweisung hat der Arahant nicht mehr. Und die Absicht, die zur Überwindung von Absicht führt, ist eben genau diese Absicht, diese Vereinnahmung von Handlung loszulassen. Und diejenigen, die vor 2 Wochen da waren, werden sich erinnern, dass es halt erst eine gewisse Einsicht notwendig ist, um auf dieser Ebene praktizieren zu können. Also diese 4. Art von Handlung kann im Prinzip erst ein Stromangetretener durchführen, weil der weiß, was ist denn überhaupt, was führt denn überhaupt zum Ende von Handlung. Es gibt 4 Arten von Leuten, die die Lehre von Karma akzeptieren. Ich habe vorhin eingangs ein paar Beispiele gegeben von Lehrweisen oder Ansichten, die Lehre von Karma nicht akzeptieren. Die sagen, es spielt keine Rolle, was wir tun. Aber es gibt auch, also nach den Suttas, 4 Arten von Ansichten, die Lehre von Karma akzeptieren. Und zwar, die erste davon sagt, Wohl und Leid, also die karmische Frucht, das karmische Reifen, sind von einem selbst verursacht. Die anderen sagen, zum Beispiel der Jochen sagt es, Wohl und Leid ist von einem anderen verursacht. Ne? Ich habe einen Vortrag gehört, wo du dann hinterher gesagt hast, stellst es dir so vor, dass der, der du bist, in deinem nächsten Leben ein anderer ist, der dann gute Früchte ernten wird, wenn du jetzt was Gutes tust oder so ähnlich. Ne? Da war was, aber ja, in einem anderen Zusammenhang. Naja, man kann das auch als Hilfskonstruktion sagen. Also man kann sagen, derjenige im nächsten Leben, das ist jemand anders. Aber nach der buddhistischen Lehre kann ich mit genau der gleichen Rechtfertigung natürlich sagen, der ich gestern war, war jemand anders. Ja, weil man sagt, na ja, wenn jemand anders die Folgen von meinen schlechten Taten im nächsten Leben erntet, das ist mir ja egal, wenn jemand anders leidet. Aber weiß man's, ne? Weil der im nächsten Leben, der ist genauso wieder ich, wie ich jetzt ich bin, wenn gestern ich war. Ne? Könnte ich auch sagen, es war jemand anders. Aber ich weiß ja nicht mehr, das Leiden von gestern spüre ich nicht mehr, das Leiden von morgen spüre ich nicht mehr, noch nicht. Also da ist eine knifflige philosophische Frage. Ne? Gut, die 3. Ansicht dieser Art ist, dass beides zutrifft, also dass man selbst verantwortlich ist und dass der dann im nächsten Leben das erntet, sowohl ein anderer als auch derselbe ist oder dann weder noch. Das sind diese 4 Möglichkeiten nach der indischen Logik. Und der Buddha widerspricht dem nicht direkt, aber er sagt, eigentlich ist das überhaupt nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass dieses Erleben von Wohl und Wehe immer von Berührung, von Kontakt abhängt. Von Sinneskontakt abhängt. Von dem Kontakt zwischen ich und der Welt abhängt. Und dieser Kontakt ist halt bei einem, der noch kein Arahant ist, bedingt durch Unwissenheit, also der beinhaltet, dass dieser Sinneskontakt der Kontakt ist zwischen ich hier und meine Welt. Und diese Welt beweist, dass es mich als den Erlebenden von Welt gibt. Und daher kommt das Erleben von Leiden und Freude zustande. Wenn also diese Samanas und Brahmanas Anhänger der Lehre von Kama verkünden, dass Lust und Leiden selbst verursacht sei oder von einem anderen oder von beiden oder von weder noch, können diese Leute anders empfinden als durch Berührung? Und nein, dieser Fall kommt nicht vor. Wenn also körperliches Tun stattfindet, so entsteht wegen der Absicht des körperlichen Tuns für die eigene Person Lust und Leiden.
diese Absicht, diese Handlung ist für mich. Also wegen dieser Absicht, das Nichterwarten, das Nicht-Allerhand entsteht aus der Handlung Lust und Leiden. Oder vielleicht habt ihr auch schon gehört, dass ein Allerhand eigentlich gar kein Karma mehr macht. Also seine Handlung wird in der Buddha-Lehre nicht mehr als Handlung in dem Sinne, in diesem Sinne bezeichnet. Das gleiche dann auch für Reden und für Denken. Aufgrund der Absicht entsteht für die eigene Person Lust und Leiden. Durch Nichtwissen als Ursache bringt man eine Gestaltung des körperlichen Tuns hervor, infolge deren einem Lust und Leiden entsteht. Das heißt, Gestaltung des körperlichen Tuns ist eben eine Handlung durch Körpersprache oder Geist. Diese drei Gestaltungen bringt man hervor aufgrund von Nichtwissen, von Unwissenheit. Und jetzt kommt es aber, mit Wissensklarheit bringt man eine Gestaltung des körperlichen, sprachlichen oder geistigen Tuns hervor oder ohne Wissensklarheit. Das ist also das, was ich vorhin erwähnt habe. Dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob wir wissen, was wir tun, das, was man normalerweise als Absicht nennt, als Absicht bezeichnet, oder ob wir das nicht wissen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ob wir jetzt automatisch handeln oder nicht, in beiden Fällen ist es eine Handlung, die auf mich zeigt, meine Handlung. Und da wird Lust oder Leid daraus entstehen. Selbstverständlich macht es einen Unterschied, ob ich jetzt eine Handlung mache des durch den Wald Laufens und bei dieser Handlung treten, ohne dass ich es weiß, trete ich auf Ameisen drauf und die sterben. Oder ich laufe durch den Wald und habe den Willen, die geistige, bewusste Handlung, die tot zu treten. Macht natürlich einen Unterschied, weil ich ja dann einen ganz anderen Geisteszustand habe. Aber als Handlung ist beides ist Handlung. In beiden Fällen ist es eine Handlung. Entweder eine mit oder ohne Wissensklarheit. Es spielt keine Rolle dafür, dass eben Nichtwissen zuständig ist, dass ich eben handle. Und handle findet statt, wenn ich eine Absicht habe, wenn ich diese Handlung auf mich beziehe. Das ist jetzt schon eine ziemlich heftige Kost, aber ich wollte euch mal das nicht vorenthalten, denn es ist schon wichtig zu verstehen, was der Buddha gemeint hat, wenn er gesagt hat, ihr Mönche, Handlung, das ist dasselbe wie Absicht. Ohne Absicht gibt es keine Handlung. So, jetzt komme ich ganz zum Schluss zu dem Text, den wir vorhin rezitiert haben. Denn vor ungefähr 2 Monaten war mal eine Thailänderin hier, die sehr gut Deutsch gesprochen hat, die gesagt hat, ja, wie ist denn das mit dem Erbe meiner Taten? Im Grunde ist doch alles Anatta. Da gibt es doch kein Erbe meiner Taten. Und das ist das, was wir vorhin rezitiert haben. Ich bin der Eigner meiner Taten, bin der Erbe meiner Taten und so weiter. Welche Tat ich auch verübe, deren Erbe werde ich sein. Und dann kommt manchmal so dieser, naja, da hat der Buddha halt konventionell gelehrt. Aber die absolute Wirklichkeit ist natürlich, dass es gar keinen gibt, der Erbe der Handlungen sein wird. Aber diese Einstellung geht ein bisschen an dem Punkt vorbei. Denn solange ich mich als ich empfinde, gibt's mich als denjenigen, der handelt. Und ich empfinde mich als ich, weil ich eben diese Unwissenheit habe, die ich gerade vorgelesen habe. Aufgrund dieser Unwissenheit handle ich. Und Handlung bedeutet, dass ich eine Handlung auf mich beziehe. Und dann gibt's auch eine Person, die das erbt. Zu sagen, mich gibt's eigentlich gar nicht wirklich, löst das Problem nicht. Solange ich Unwissenheit habe, solange ich kein Arahant bin, gibt's mich. Nur es gibt mich nicht so, wie ich mir das halt vorstelle, als ewige Person, als ewigen Erlebenden hinter den Dingen. Hinter der Handlung, hinter meinem Erleben, hinter meinen Gedanken, hinter meinem Empfinden. Und auch die anderen Reflexionen, die wir vorher gesagt haben, ich bin im Tode nicht entgangen, ich bin im Altern und Krankheit nicht entgangen. Wenn ich die Unwissenheit nicht mehr habe, diese körperlichen Verfallszustände auf mich zu beziehen und zu sagen, ja, aber das reibt sich ja mit meiner Vorstellung von mir selber als einem unvergänglichen Wesen, solange habe ich Alter, Krankheit und Tod. Und ein Arahant hat das nicht mehr, daher sind die Begriffe von Alter, Krankheit und Tod für einen Arahant auch nicht zutreffend. Und für ihn gibt es dann auch keine Handlung mehr und von daher auch kein Erbe von Handlung mehr. Aber zu sagen, naja, in Wirklichkeit gibt's mich nicht oder ist alles Anatta, ja, das ist halt dann irgendwie, wir versuchen dann unser verblendetes Erleben von außen zu betrachten, aber wir haben keine andere Möglichkeit, als unser Erleben durch unser Erleben zu betrachten, also von innen. Und der einzige Ausweg ist halt, diesen Zusammenhang, diese Beziehung zu erkennen. Die gesamte Buddha-Lehre dreht sich nur um Beziehungen, nur um Bedingtheit, nur um Zusammenhänge.
man kann die, unser Erleben nicht objektivieren und sagen, so schaut es aus, das sind nur seelenlose Geistesmomente, die da entstehen. Damit ist mir nicht weitergeholfen. Wenn ich diese Zusammenhänge verstehe, kann überweltliche richtige Ansicht aufsteigen. Ich habe eingangs gesagt, die Lehre von Karma zu akzeptieren, ist die weltliche richtige Ansicht. Und die überweltliche richtige Ansicht in der gleichen Lehre, ich kann es nochmal aufschlagen, aber ich kann es auch kurz zusammenfassen, wird nicht gesagt, dass der einen anderen Inhalt hat. Jemand, der in Strom eingetretener ist und den Weg praktiziert, sagt nichts anderes, als dass es Ergebnis von guten und schlechten Taten gibt, dass es Vater und Mutter gibt, dass es möglich ist, die Welt zu transzendieren. Also der Inhalt hat sich nicht geändert, nur die Sichtweise hat sich geändert darauf. Derjenige, der noch im Vorfeld praktiziert, der muss halt auf Vertrauensbasis dieses als Maßstab für sein Handeln annehmen, mit weltlicher Weisheit. Also ich lese gerade wieder mal ein Buch von Ajahn Thun, der hat immer darauf gepocht zu sagen, tut eure Weisheit, die ihr habt, nicht gering achten, nicht gering schätzen. Die weltliche, grundlegende, anfängliche Weisheit, die wir haben, wenn wir praktizieren, ist unendlich wertvoll. Im Vergleich zu den Millionen und Milliarden Menschen, die um uns herum sind, die das nicht haben und die eben nicht praktizieren. Achte das nicht gering. Aber in dem Moment, wo ich sehe, dass wie diese Vereinnahmung funktioniert, wird die weltliche richtige Ansicht zum Werkzeug, die dann zum völligen Loslassen letztendlich führt. Der Inhalt ist das gleiche. Es geht um Ursache und Wirkung. Nur die Perspektive wird dann eine andere, bis dann schließlich das Aufhören von Handlung erreicht ist. Und möge dieser Vortrag dazu beitragen, dass wir alle möglichst schnell das Aufhören von Handlungen erreichen würden.